Herzlich willkommen am Mittwoch, dem 26. August, hier im Elbe-Kanal. Das sind die Themen der heutigen Sendung. Vizekanzler in Schönebeck. Sigmar Gabriel besucht ThyssenKrupp. Freundschaft erneuert. Delegierten aus Garbsen zu Gast in Schönebeck. Und Gewinnchance. SBB, Computerservice und Elbe-Kanal veranstalten Gewinnspiel. Beginnen möchten wir mit einer ganz besonderen Aktion der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Diese läuft nur noch einen Tag, aber Sie haben definitiv die Chance, etwas zu gewinnen. Wenn ihr diese Bilder in einigen Fenstern der Städtischen Wohnungsbau GmbH seht, bedeutet dies, dass die Wohnungen noch frei sind. Und aus diesem Grund hat die SWB für euch ein Gewinnspiel vorbereitet. Fotografiert euch mit den Schaubildern, die ihr gefunden habt, und postet es in die Kommentarleiste der SWB auf Facebook. Vergesst dabei aber nicht, die Straßen zu nennen. Also wir haben für die Schönebecker Bürger folgendes Gewinnspiel vorbereitet, nämlich aktiv nach diesen Schaubildern zu suchen in den Fenstern der leeren Wohnungen und uns diese über Facebook zu senden. Der Einsendeschluss ist Donnerstag, der 27.08. Also macht mit, es warten tolle Preise auf euch. Also schickt ein Selfie mit diesen Schaubildern zu uns, sendet es per Facebook und gewinnt tolle Preise. Also macht mit! Weiter geht es mit einer weiteren Gewinnchance, und zwar mit dem Computerservice Bernd Jungnickel in der Schönebecker Böttcherstraße. Hier kommt die Werbung dazu. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Notwendige Ersatzteile werden nach Absprache bestellt und verbaut. Softwareinstallation, Netzwerkeinrichtungen und Wunsch-PC-Erstellung sind ebenfalls kein Problem. Kompetente und freundliche Beratung, lösungsorientiert und das Ganze zu angemessenen Preisen. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Jede Woche aufs Neue verlosen wir mit dem Computerservice Bernd Jungnickel zusammen Gutscheine für einen Systemcheck. Auch heute gibt es wieder eine Gewinnfrage. Der Computerservice Jungnickel verlost in Zusammenarbeit mit dem Elbe-Kanal 100 Gutscheine für einen kostenlosen Systemcheck im Wert von 29,95 Euro. Wenn Sie einen dieser Gutscheine gewinnen wollen, rufen Sie an und beantworten Sie folgende Frage richtig. Was gehört zu einem Computer? Ist es A, die Katze, oder B, die Maus? Wenn Sie die richtige Lösung haben, rufen Sie an unter 03 928 40 57 70. Wir drücken Ihnen die Daumen. Ich bin mir sicher, Sie können die Frage beantworten, dann ran ans Telefon und einfach mitgemacht. Einige Tage her ist der Besuch einer Delegation aus der Schönebecker Partnerstadt Garbsen. Diese war hier in Schönebeck unter anderem im Rathaus, aber auch beim Bierer Bergfest, denn die Partnerschaft wurde erneuert. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen dem niedersächsischen Garbsen und Schönebeck fand am Samstag, den 22. August, eine Feierstunde im Ratssaal des Schönebecker Rathauses statt. Neben Dr. Christian Krahl und Bert Knoblauch, den Stadtoberhäuptern, kamen auch die Räte und Stadtratsvorsitzenden sowie Vertreter der beiden Partnerschaftsvereine. Die Garbsener hatten die immer wieder mit Leben erfüllte Städtebeziehung einst auf den Weg gebracht und Schönebeck gleich nach der Wende beim Aufbau der kommunalen Stadtverwaltung tatkräftig unter die Arme gegriffen. Zahlreiche Aktivitäten schlossen sich seither an, darunter die engagierte Unterstützung bei der Bewältigung von Hochwasserereignissen. Die Gäste aus Garbsen waren auch zur Teilnahme am diesjährigen Bierer Bergfest eingeladen. Die Stadt Schönebeck hieß alle Gäste der Partnerschaft herzlich willkommen. Ich hatte es eben bereits angesprochen, eine Delegation aus Garbsen war nicht nur zu Gast, um die Partnerschaft zu erneuern, sondern besuchte auch das Bierer Bergfest. Auch wir waren natürlich mit der Kamera bei diesem Fest dabei, und das sind die Bilder, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Das 26. Bierer Bergfest war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Bei herrlichem Sonnenschein sorgten zahlreiche Künstler für tolle Unterhaltung bei Groß und Klein. Am Samstag heizte das Schlagerduo Silke und Dirk Spielberg den Zuschauern ordentlich ein. Auch beim Auftritt der Tanzgruppe Crazy Girls hielt den ein oder anderen Zuschauer nichts mehr auf seinem Platz.
Bettina York wartete am Abend bereits ein weiteres Highlight auf die Besucher. Die Schlagersängerin präsentierte auf der Haupttribüne einige ihrer größten Hits. Beim Frühschoppenkonzert am Sonntagmorgen begrüßten die Zerbster Blasmusikanten die Gäste und stimmten auf einen weiteren schönen Festtag ein. Mit dem Duo Tienchen und Werner hatten auch die kleinsten Besucher das gesamte Wochenende über Spiel, Spaß und Spannung. Und hatte das ein oder andere Kind genug vom Spielen, freuten sich die Tiere, die sich von der Musik übrigens nicht stören ließen, über eine Extraportion Streicheleinheiten. Das Highlight am Sonntag war der Auftritt von Chris Roberts. Die Schlager-Ikone stimmte viele seiner großen Hits an, darunter Ich bin verliebt in die Liebe und Du kannst nicht immer 17 sein. Das Publikum war bei jedem Lied textsicher und sang tatkräftig mit. Das Fest im Heimattiergarten war für Jung und Alt ein tolles Erlebnis. So freuen sich alle auf die 27. Auflage des Biererbergfestes im kommenden Jahr. Was sich noch alles so in Schönebeck ereignet hat, haben wir für Sie in unseren Kurznachrichten zusammengefasst. Unter anderem der Unfall hier in der Schönebecker Friedrichstraße bzw. Salzer-Sökerstraße. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. In der vergangenen Woche feierten viele Unternehmen und Schulen das große Sommerfest. Auch die Oskar-Kemmer-Schule in der Magdeburger Straße in Schönebeck ließ sich dieses Fest am 19. August 2015 nicht nehmen. Zahlreiche Besucher waren an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände und schauten sich die vielen Attraktionen und Stände an. Grillwürstchen, alkoholfreie Cocktails, Torwandschießen, eine Mal- und Bastelstraße und ein großes Tischtennis- und Fußballturnier fand an diesem Tag statt. Ein gelungener Tag also für alle Besucher. Am Montag, den 24. August, ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung Salzer Straße zur Sökerstraße. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich keine Person. Schäden sind lediglich an den PKWs aufgetreten. Am Abend davor geschah bereits ein anderer Unfall an der Kreuzung, wie wir schon berichteten. An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass an dieser Kreuzung besondere Vorsicht geboten wird, da es eine häufige Unfallquelle ist. Am Sonntag kam es in Schönebeck an der Kreuzung Salzer Straße-Sökerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Radfahrer überquerte bei Rot die Ampel aus Richtung Salzer Straße kommend. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Dieser musste schwer verletzt in das Uniklinikum Magdeburg gebracht werden. Zum Gedenken an Hermann Kasten kamen am vergangenen Samstag, dem 22. August, die Landtagsabgeordnete Petra Grimbenne gemeinsam mit Mitgliedern des ortsansässigen SPD-Vereins Schönebeck zusammen. Anlässlich des 130. Geburtstages legten sie an seinem Grab einen Kranz nieder. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Und mit einer weiteren Gewinnchance geht es gleich weiter, denn Sie haben wieder die Möglichkeit, unser Medium der Woche zu gewinnen. All das und vieles mehr gleich nach der Werbung. Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Großpackungen für Ihre nächste Feier sowie verschiedenes Grillgut für einen gelungenen Abend. Unsere Angebote der Woche: Gehacktes das Kilo 2,99, Schnitzel das Kilo 3,99 und Rinderrouladen das Kilo 6,99. Fleischerei Sinnig. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7 bis 9. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Schönebeck. Eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie.
Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breite Weg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Nacken mit Knochen 100 Gramm zu 50 Cent, Nacken ohne Knochen 100 Gramm zu 55 Cent, Nacken mariniert 100 Gramm zu 60 Cent, leckere gehackte Spieße 100 Gramm zu 80 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro und Räucherfilet 100 Gramm ebenfalls zu 1 Euro. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Die Stadtwerke Schönebeck bringen, was Sie brauchen: Strom, Gas, Wasser, Wärme für Haushalte und Gewerbe in Schönebeck und der Region. Immer in Ihrer Nähe versorgen wir Sie aus einer Hand. Kompetent und kundenfreundlich. An 365 Tagen im Jahr. Rund um die Uhr gewährleisten wir Ihre Versorgungssicherheit. Innovativ, transparent und zuverlässig. Trinkwasser. Ein streng kontrollierter und wohlschmeckender Durstlöscher in herausragender Qualität. Wohlfühlen garantiert mit unserer komfortablen Wärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk und dezentralen Anlagen vor Ort. Wir haben die Energie, die Sie täglich brauchen. Ihre Stadtwerke bieten das komplette Rundum-Sorglos-Paket. Persönliche Kunden- und Energieberatung mit dem Service für Messgeräte, Betriebskostenabrechnung und Rauchmelder sind wir Ihr idealer Partner. Unsere Energie für Sie. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Ob tanken oder Wagenpflege, bei uns sind Sie genau richtig. Profitieren Sie von tollen Rabatten unserer Kundenkarte und gönnen Sie Ihrem Wagen eine gründliche Reinigung. Freundliches Personal, ein vielseitiges Angebot und ein Geldautomat der Salzland-Sparkasse, an dem Sie Bargeld abheben können, gehören zu unserem Service. Quack, quack. Be green. Thank you.
Wir machen Werbung immer im Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, da sind wir wieder mit dem Regionalmagazin am Mittwoch, dem 26. August. Wie versprochen geht es weiter mit dem Medium der Woche. Auch heute haben Sie die Möglichkeit, The Dome zu gewinnen. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Verbringe deinen Sommer mit den aktuellen Hits der Charts und den größten Künstlern. Die heißesten Hits verpackt auf zwei CDs. 151 Minuten bester Musik für den Sommer deines Lebens. Und zwischen den beiden steh ich. Dieses Mal mit dabei Like und Lockvogel mit Ne Sekunde Sommer, Lena mit Traffic Lights und Mark Foster mit Bauch und Kopf. Alles verändern, ich bin weg. Außerdem vertreten auf diesen CDs Carly Rae Jepsen mit I Really Like You, Crow sagt Bye Bye und Avicii wartet auf Liebe mit Waiting for Love. In gewohnt herausragender Qualität bietet The Dome Summer 2015 eine Superlative der größten Hits. Also auf zum Strand, Bikini und Badetuch einpacken und diese Dome Summer 2015 nicht vergessen. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Sie möchten die Doppel-CD The Dome bei sich zu Hause haben, dann machen Sie doch mit beim Gewinnspiel und beantworten mir folgende Frage. Welches große Event fand denn auf unserem Heimattiergarten hier gleich vor den Stadttoren statt? Sie wissen sicherlich die Antwort, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Ich freue mich auf Ihre Lösungsvorschläge, die Gewinner geben wir dann am Freitag bekannt. Blicken wir nun auf den hohen Besuch hier bei uns in der Stadt Schönebeck. Vizekanzler Sigmar Gabriel war zu Gast. Er besuchte unter anderem das Unternehmen ThyssenKrupp, welche den Anlass gleich nutzte, um eine neue Ausbildungswerkstatt einzuweihen. Hoher Besuch war am Dienstag, den 25. August 2015 in Schönebeck. Unter dem Motto Industrie 4.0 führte Sigmar Gabriels Sommertour durch die kleine Stadt an der Elbe. Doch was war der Grund für einen so hohen Besuch? Seit 16 Jahren nun schon gibt es die Firma ThyssenKrupp AG in Schönebeck. Auch in diesem Jahr absolvieren wieder 30 Jugendliche in 4 kaufmännischen und gewerblichen Berufen eine Ausbildung. Aber bis jetzt fehlt den Auszubildenden die Möglichkeit, ihre eigenen Projekte umzusetzen. Nach einer kurzen Werksführung weihte der SPD-Vorsitzende Herr Gabriel zusammen mit dem Personalvorstand der ThyssenKrupp AG und einem Azubi die neue Lehrwerkstatt für die Auszubildenden der ThyssenKrupp AG ein. Weitere Impressionen und einen umfassenden Bericht zum Besuch von Sigmar Gabriel bei ThyssenKrupp hier in Schönebeck sehen Sie in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Weiter geht es mit den Veranstaltungshinweisen. Das kommende Wochenende bietet wieder Sonnenschein pur, sommerliches Wetter. Welche Veranstaltungen an diesem Wochenende auf Sie warten, haben wir für Sie rausgesucht. Die erste Kindersportstunde des neuen Schuljahres 2015-2016 beginnt am Freitag, dem 28. August, direkt nach den großen Ferien, wieder in der Turnhalle Tischerstraße in Schönebeck. Trainingszeiten sind Montag von 17 bis 18 Uhr und Freitag von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind Kinder von 3 bis 6 Jahren und Kinder der ersten Klasse. Der Halbjahresbeitrag beträgt 50 Euro. Bei Rückfragen steht der Leiter Reinhard Herbrich unter der Telefonnummer 0175 78 26 571 zur Verfügung. Zum nächsten abendlichen Schausiehen lädt der Solepark am Freitag, dem 28. August um 19 Uhr in das Schausiedehaus ein. Treffpunkt ist der Eingang der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Der Abend beginnt mit einem kurzen Rundgang durch den Kurpark. Im Schausiedehaus angekommen, erfahren die Besucher an der Siedepfanne die kleinen und großen Geheimnisse der mittelalterlichen Salzsiedlung. Darüber hinaus gibt es viel Wissenswertes zu den Vorrichtungen,
die für die Siedlung früherer Jahrhunderte genutzt worden sind, zu erfahren. Für Gruppen ab 10 Personen wird um persönliche oder telefonische Voranmeldung unter der Nummer 03928 70 55 55 gebeten. Rock am Wehr, das Prätzin Open Air, am 29. August ab 18 Uhr. An diesem Abend mit dabei die Gruppe Tänzchen T, Screw FM und Lenny Payne and the Skeptics. Rock am Wehr, das Prätzin Open Air wird veranstaltet vom Feuerwehrförderverein Prätzin e.V. Lassen auch Sie sich dieses Event nicht entgehen, seien Sie ab 19 Uhr dabei. Für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Wiedersehen macht Freude. Unter diesem Motto lädt Krankenhausdirektor Guido Lenz die Rentner, ehemalige Mitarbeiter des heutigen Armeos-Klinikums Schönebeck am Mittwoch, dem 2. September ab 15 Uhr ein. Das Treffen findet im Speisesaal in der Köthner Straße 13 statt. Guido Lenz würde sich freuen, an diesem Tag viele ehemalige wiedersehen zu können. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, denn in Felgelehm und Sachsenland findet es wieder statt, das Wohngebietsfest. Darüber hinaus feiert auch die Freiwillige Feuerwehr Felgelehm ihr 90-jähriges Jubiläum. Das Wohngebietsfest findet vom 3. bis zum 5. September statt. Der Donnerstag beginnt mit einem Sponsorenabend und am Freitag um 18 Uhr wird dann die Veranstaltung offiziell eröffnet. Zu Gast an diesem Abend ist die Gruppe Walk On und die Närrinnen und Narren des Felgeleber Karnevalclubs. Der Sonnabend steht ganz im Zeichen der Feuerwehr. Am Samstagvormittag geht es aber auch sportlich zu, beim Fußballspiel zwischen Sachsenland und Felgeleben. Am Nachmittag gibt es dann Blasmusik, Kinderprogramm, Showeinlagen des FCC, einen Fackelumzug und natürlich Musik mit Helga und Band. Der krönende Abschluss bildet dann ein Höhenfeuerwerk am Abend. Herzlich willkommen zum 14. Kalbenser Bollenfest. Vom 5. bis 6. September 2015 erwartet die Besucher wieder ein umfangreiches Programm in der Bollen- und Rolandstadt Kalbe mit Tombola, Kuchenbazar und urtypischen Gerichten. Am Samstag, den 5. September, beginnt das Programm bereits ab 11 Uhr auf dem Marktplatz. Hier können sich alle Besucher auf beispielsweise Darbietungen der Dancing Devils Biere, Fahrten mit dem Drachenboot oder einer Modenschau der Kalbenser Gewerbetreibenden freuen. Gegen 17.30 Uhr wird dann die 14. Bollenkönigin und die 9. Bollenprinzessin gekrönt. Die Moderation übernimmt dabei DJ Klaus und Mirko Berner. Sonntag findet ebenfalls von 11 bis 18 Uhr ein großes Programm statt. Es warten beispielsweise ein Zumba-Tanz, das Bollenschälen oder eine Aufführung des Pelle Kids Kindermusical auf alle Interessierte. Am 23. September findet ein Familienfest, welches zusammen mit dem Projekt Pferde stärken Kinder und unter der Schirmherrschaft von Innenminister Stahlknecht durchgeführt wird, statt. Ab 13 Uhr gibt es auf der Galopprennbahn Magdeburg ein buntes Programm für Groß und Klein. Es wird verschiedene Aufführungen, unter anderem mit einem Hundeverein und der Lion-Dance-Gruppe geben. Außerdem gibt es Ponyreiten, Kutschfahrten, Kinderschminken und eine Tombola. Für musikalische Unterhaltung sorgen der Shantychor Gerwisch und die Livebands Bibbit Flow. Ich hatte es bereits angesprochen, das Wochenende verspricht wieder sommerlich schönes Wetter. Der Freitag bringt nochmal ein bisschen Regen mit sich, aber dann geht es nochmal so richtig los. Der Samstag und der Sonntag Sonnenschein pur. Hier kommt sie, die Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach einem recht bewölkten Wochenstart beginnt der Donnerstag ebenfalls recht wolkig mit angenehmen 16 Grad. Zum Mittag und Nachmittag nimmt das Regenrisiko schlagartig zu und es kommt zu schwülheißen Sommergewittern bei maximal 25 Grad. Zum Abend nimmt der Regen noch einmal an Stärke zu und begleitet uns durch die Nacht. Auch am Freitagmorgen bleibt es zunächst regnerisch, gegen Mittag klart es dann leicht auf und das Regenrisiko sinkt zum Abend hin auf 20%. Dabei bleibt es weiter bewölkt bei angenehmen 14 bis 22 Grad.
Das Wochenende bleibt trocken, der Samstag beginnt mit einem wolkenbedeckten Himmel bei 14 Grad. Im weiteren Tagesverlauf lichten sich die Wolken und gegen Abend zeigt sich die Sonne bei maximal 27 Grad. Der Elbe-Kanal wünscht Ihnen eine gute Restwoche und einen erholsamen Start ins Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen erwartungsvollen und schönen Aussichten möchte ich Sie auch in den Mittwochabend entlassen und Sie gleichzeitig einladen, am Freitag um 18 Uhr wieder mit dabei zu sein. Bis dahin schauen Sie auch mal im Internet vorbei, elbekanal.de oder aber bei Facebook. Ich würde mich freuen. Bis Freitag. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.